Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 5 Minuten, das ist eine Zigarettenlänge. 5 Minuten, das ist die Ziehzeit von schwarzem Tee. 5 Minuten, das ist aber auch das Zeitfenster, nach der im Falle etwa eines Herzstillstandes im Gehirn eines Menschen irreparable Schäden auftreten. 10 Minuten ohne Sauerstoff im Gehirn überlebt man im Regelfall nicht. Die Rettungsfrist, also die Zeit, die ein Rettungswagen von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort höchstens brauchen soll, liegt in Sachsen-Anhalt bei 12 Minuten. Nur in knapp über 80% der Fallzahlen für 2021 wird diese Rettungsfrist in unserem Bundesland auch tatsächlich eingehalten. In meinem Heimatlandkreis im Jerichoer Land waren es 2021 keine 70%. Und das soll jetzt auch nicht als Vorwurf an die Rettungskräfte verstanden werden. Nein, die Rettungskräfte und auch die kommunale Ebene, die tut natürlich, was sie kann, um hier bei diesen Fristen nachzubessern und auch den Menschen vor Ort zu helfen. Das kann ich jedenfalls meinem Heimatlandkreis so attestieren. Und gerade in einem strukturschwachen Flächenland ist das natürlich auch keine leichte Aufgabe, das steht auch fest. Und selbst ein perfektes Rettungsnetz wird keine Wunder vollbringen können. Ein perfektes Rettungsnetz kann die Zeit letztlich auch nicht anhalten, um dann den Rettungswagen auch zum jeweiligen betroffenen Patienten zu bringen. Was jedoch getan werden kann, ist, dass Menschen direkt vor Ort helfen können, ohne dass wertvolle Minuten dabei verloren gehen. Neben dem Willen zu helfen, bedarf es dafür jedoch 2 Dinge. Das ist zum einen das Wissen, wie man hilft, und das ist letztlich dann auch der Mut, wenn diese Situation eintritt, auch tatsächlich das Erlernte auch anzuwenden und umzusetzen. Und an dieser Stelle setzt unser heutiger Antrag auch an, die Menschen in die Lage zu versetzen, helfen zu können. Und an welchem Ort könnte dies besser umgesetzt werden als an dem Ort, an dem unsere Kinder und Jugendliche etwas für das Leben lernen sollen? Durch das Einbinden von Wiederbelebungs- und Erste-Hilfe-Kursen in die Rahmenlehrpläne der schulischen Bildungseinrichtungen werden diese nicht nur obligatorisch für alle Schüler, sondern sie können durch eine kontinuierliche, jährliche Wiederholung verstetigt und vertieft werden. Im Übrigen, die Initiative Ich rette dein Leben bringt es auf ihrem Internetauftritt auf den Punkt, dass jedes Kind, jeder Heranwachsende, jeder Jugendliche mit nur 2 Schulstunden pro Jahr auch in die Lage versetzt wird, mit seinen eigenen Händen Leben retten zu können. Und das ist letztlich nicht schwer. Eine für die entsprechenden Klassenstufen geeignete Aufbereitung des Themenkomplexes kann dabei die Aufnahme der Inhalte verbessern sowie die tatsächliche Bereitschaft deutlich erhöhen, das Gelernte im Notfall dann auch anzuwenden. Und wer weiß, vielleicht wird durch das Abhalten dieser Kurse von den Kooperationspartnern auch das Interesse von Jungschülern geweckt, sich am Ehrenamt zu beteiligen und einzubringen. Doch nochmal zurück zum aktuellen Ist-Zustand. Bislang wird schulformübergreifend, lehrplanbezogen in verschiedenen Fächern das Thema Erste Hilfe tatsächlich schon anteilig unterrichtet. Konkrete Wiederbelebungsmaßnahmen jedoch in praktischer Anwendung finden derzeit weder verbindlich noch in allen Schulen der siebten oder ab der siebten Klassenstufe des Landes statt. Und das soll geändert werden. Das ist das Anliegen der AfD-Fraktion mit dem vorliegenden Antrag. Auf theoretische Kenntnisse und praktische Übungen ausgelegte Kurse soll dann in den Einzelfächern erlernte Wissen zusammenführen, ergänzen und dann auch für die Schüler nutzbar machen. Beginnt ab der siebten Klasse, wenn die Kinder also zwischen 12 und 13 sind, würden die Jugendlichen dann im Schnitt an mindestens 4 solcher Kurse teilnehmen, bis sie dann letztlich der Schulform entwachsen sind, wenn sie denn die Realschule besuchen. Wir sind der Überzeugung, dass diese intensive Auseinandersetzung mit diesem Themenfeld letztlich auch einen positiven Einfluss auf diese jungen Menschen hat, Stichwort Charakterbildung. Damit wird der Personenkreis, welcher dann auch eine Lebensrettungsgrundausbildung erhalten, deutlich erhöht, die Folge: der Grundstein für eine zum Helfen befähigte Gesellschaft wäre damit gelegt. Das Konzept übrigens von Erste-Hilfe- und Wiederbelebungskursen an Schulen, das ist auch kein Neuland. In Dänemark beispielsweise und auch anderen skandinavischen Staaten, da hat sich dieses Konzept bereits etabliert und bewährt. Eine deutliche Erhöhung der Laienreanimationsquote und die damit einhergehende Überlebenschance von Betroffenen war die Folge. Und auch in Deutschland sind andere Bundesländer bereits einen Schritt voraus. Ich möchte hier einfach mal Mecklenburg-Vorpommern erwähnen. Auch hier gab es eine Kampagne mit Retten macht Schule. Da wurden tausende Schüler erreicht. Also es ist auch möglich, so etwas durchzuführen. Und letztlich steht es ja auch im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien,
dass die Einrichtung von Erste-Hilfe-Kursen an den Schulen im Land umgesetzt oder zumindest in Angriff genommen werden soll. Wir greifen also mit diesem Antrag hier der Regierungskoalition unter die Arme und hoffen, dass dieser Prozess forciert und endlich umgesetzt wird. Im April diesen Jahres stellte ich der Landesregierung auch eine kleine Anfrage, wie sie denn mit der Forderung, die wir aufgemacht haben, hier diese Erste-Hilfe-Ausbildung unter Einbeziehung der Reanimation aufzunehmen, einschätzt. Und diese Antwort war dahingehend eindeutig. Man hat die Sinnhaftigkeit durchaus erkannt. Und vor diesem Hintergrund denken wir und gehen davon aus, dass wir auch Unterstützung für diesen Antrag entsprechend unterhalten. Und an dieser Stelle bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die anstehende Debatte.